Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 9 News Update. Es geht um den Arena-Modus. Das wird wahrscheinlich ein größeres Ding als viele von uns erwartet, was ich schon mal sehr, sehr geil finde. Ich habe gestern nämlich einen Tweet gefunden, der dann fettes Ausrufezeichen dahinter macht, und ich habe vor vielen Monaten schon mal darüber berichtet, dass es ja mehrere Arena-Modus-Schauplätze geben soll, was der Teaser jetzt aktuell zwar nicht vermuten lässt. Ich blende euch erstmal diesen einen Tweet ein. Ich habe es einmal im Original und einmal unten als Übersetzung. Der neue Modus in Apex, in Klammern, wir wissen alle, dass das der Arena-Modus sein wird, kann man als vollständige Spielunterstützung sehen. Quasi als wäre es eine eigenständige Sache in Apex Legends oder ein eigenständiges Spiel, sag ich es mal so. Und du hast über das ganz normale Apex Legends aber Zugriff auf diesen extra Modus. Der Arena-Modus, habe ich auch schon mal drüber berichtet, der soll allem Anschein nach laut den Leaks auch ein eigenes Ranked-System haben. Das möchte ich auch nochmal erwähnen. Habe ich auch vor, ich glaube, 2 Monaten oder so mal drüber berichtet. Vielleicht ist es auch ein bisschen länger her. Die verschiedenen Spots habe ich auch schon mal erwähnt. Und deswegen möchte ich euch auch dieses eine Bild nochmal zeigen. Vielleicht wird sich der ein oder andere daran erinnern, als so die ersten Leaks über den Arena-Modus rauskamen. Das ist die Artillerie. Und oh, ich weiß gar nicht, welcher Dataminer dieses gepostet hat. Ich glaube, BIAS12, Shrugtor, einer von den beiden Mars, glaube ich. Und der hatte hier dieses Bild veröffentlicht, wie man ungefähr sich den Arena-Modus vorstellt. Man hat Spawn.A, man hat Spawn.B. Mich erreichen übrigens heute immer noch Fragen, was ist genau der Arena-Modus, was passiert da? Allem Anschein nach wird es ein 3 vs. 3 Modus sein, so eine Art Team Deathmatch. Die Regeln sind aktuell unbekannt. Es soll aber am Anfang wohl so sein im Arena-Modus, dass wir halt einen Spawn.A und einen Spawn.B haben. In der Mitte gibt es einen Airdrop. Das haben wir in mehreren Arena-Videos schon gesehen. Da ist der Airdrop direkt mittig von der Arena immer schon zu sehen gewesen. Und die ersten Regeln sollen wohl so sein, dass es ebenfalls in diesem Arena-Modus Zonen gibt. Ihr seht hier in der Mitte 3 verschiedene Kreise, am Anfang ohne Zone und danach werden die Kreise je nach Zeit immer kleiner. Und ganz oben in der Mitte gibt es so eine Art Medi-Station, keine Ahnung, ob man sich da heilen kann, ob es Items gibt und so weiter, ist alles unbekannt. Und in einem anderen Video, was schon länger her ist, ich finde es leider nicht mehr, ich habe jetzt krampfhaft versucht, die Spots noch rauszufinden, die im Arena-Modus noch kommen sollten. Jetzt muss ich auf Skulltown zurückkommen. Vor über einem halben Jahr hat Respawn sich zu Wort gemeldet, weil Respawn Kenntnis davon genommen hat, schon seit vielen, vielen Monaten, dass Skulltown einer der beliebtesten Orte war und wir eigentlich alle nicht so begeistert waren, dass Skulltown vom Kings Canyon entfernt wurde. Und Respawn hat bestätigt, auf irgendeine andere Art und Weise werden wir Skulltown zurückbringen. Und deswegen vermutet man, dass auch Skulltown als Arena-Modus bald verfügbar sein wird. In der Liste, die ich vor einigen Monaten mal veröffentlicht hatte, war Skulltown aktuell noch nicht dabei. Ich kann euch aber sagen, dass Kaskaden zum Beispiel auf der Liste stand. Sehr beliebter Ort in den ersten 2, 3 Seasons von Kings Canyon, und danach wurde ja Kings Canyon völlig zunichte gemacht. Den Octane Ring of Fire, davon können wir ausgehen. Die Donnerkuppel, davon können wir ausgehen. Noch ein paar andere Spots von World's Edge, Spots, die es so aktuell nicht mehr gibt. Natürlich werden auch Spots von Olympus wahrscheinlich über kurz oder lang kommen. Jedenfalls wird der Arena-Modus ein ganz großes Ding, nicht nur so eine kleine Nummer, so ein kleiner Ausweichmodus zum Battle Royale. Also können wir davon ausgehen, dass auch der Arena-Modus ständig geupdatet wird. Vielleicht auch mal nur der Modus und nicht das Battle Royale als eigenständige Sache. Und wir regelmäßig mit neuen Spots versorgt werden, und ich gehe auch davon aus, dass wir verschiedene Modis bekommen, dass es nicht immer nur ein 3 vs 3 ist, vielleicht auch ein 1 vs 1 oder 5 gegen 5, alle gegen alle, Free for All. Es gibt so viele verschiedene beliebte COD-Modis, Capture the Flag vielleicht noch, Herrschaft und so weiter. Ich denke, da gibt es eine Menge Scheiße, die man machen könnte, die so richtig, richtig geil wird, um einfach mal den Battle Royale als solches
Konkurrenz zu machen. Ich weiß, dass viele diesen Arena-Modus auch nicht so geil finden, weil sie sagen, Mensch, es ist doch ein Battle Royale, wenn man aber zwischen beiden Modis wählen kann. Warum also nicht? Und welche Regel ich auch ganz geil finden würde, und deswegen lasst eure Kreativität mal freien Lauf und schreibt mal in die Kommentare, was könnt ihr euch noch für einen Modus vorstellen? Welche Regeln? Eine Regel, die ich zum Beispiel ganz geil finden würde, man weiß ja aktuell noch nicht, welchen Einfluss haben die Fähigkeiten der Legenden auf den Arena-Modus, dass man vielleicht wirklich einen reinen Modus hat, wo die Legenden ihre Fähigkeiten auch nicht verwenden können, würde ich zum Beispiel geil finden, wie der Dummy-Modus, wo alle dieselbe Hitbox haben und alle dieselben Chancen haben, dass du nicht mit so einem Gibby so eine riesen Hitbox hast oder eben bei Wraith mit die kleinste Hitbox, dass eben die Chancen für jeden gleich sind oder die Voraussetzungen. Das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil finden. Oder eben, dass man schon vorgefertigte Waffensets hat und so weiter und so fort. Ich gehe mal davon aus, dass wir in den nächsten Tagen hoffentlich noch mehr darüber erfahren werden, spätestens natürlich in Season 9. Und heute zum Donnerstag, ich glaube 17, 18 Uhr, gibt es einen neuen Trailer, einen Apex Legends Season 9 Launch Trailer. Ich kann ihn leider auch diese Woche nicht live streamen. Ich werde mich aber heute Abend noch ransetzen und den Trailer für euch in Video packen, eventuell eine kleine Analyse, wenn es sich denn lohnt. Das soll es schon wieder gewesen sein. Wie immer, einen Daumen da lassen, Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's jetzt von mir und schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr von dem Arena-Modus haltet. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.